Smartphones von Sony sind in den letzten Jahren immer weniger relevant im Markt geworden. Dennoch bestand die riesige Firma auf die Mobile-Sparte. Solltest du den Smartphone-Markt verfolgen, so wirst du wissen, dass sie ein ganz eigenes Verständnis fahren und kein bisschen dem Trend des Marktes folgen. Eigenes, extrem hohes Niveau im Produktdesign, langes Seitenverhältnis, 4K-Displays mit Optimierung der Fernsehsparte, Kamera ähnlich des Sony Alpha-Lineups und vieles mehr. Das Festhalten an diesen Plänen führt nach drei Generationen dazu, dass die Mobile-Sparte wieder Gewinn erzielt hat. Aber alle Pläne benötigen einen bestimmten Betrag zum Erledigen. Nicht gerade das, was einem Mittelklasse-Smartphone zur Verfügung steht. Um zu wissen, wie man die richtigen Abstriche macht, benötigt man vielmehr ein ausgearbeitetes Verständnis. In diesem Video wollen wir uns daher anschauen, welchen Testbogen Sony bei dem Xperia 10 Mark III abgegeben hat. Kann es für 429 Euro die Bedürfnisse der Sony-Fans befriedigen? Wie viele Teile von dem Sony-Flaggschiff bleiben übrig? Vollständig, tiefgreifend. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist vielleicht das tiefgreifendste, ehrliche Sony Xperia 10 Mark III Review im Netz, das du finden kannst. Das Produktdesign ist definitiv der Punkt am 10 Mark III, der sich am wenigsten von Flaggschiffen unterscheidet. Das kann ich voraussagen. Viele Merkmale der High-End-Telefone lassen sich hier wiederfinden. Sonys Produktdesign gehörte schon immer zu den einmalig eigensten, das aber immer noch extrem schön aussieht. Hier können andere Hersteller einiges von lernen. Das Xperia 10 Mark III behält auch ein extrem hohes Niveau im Produktdesign bei. Die Rückseite besteht bei meinem Modell aus einer weißen Farbe, wofür ich eher dankbar bin. Es handelt sich um ein extrem sauberes, schlichtes Aussehen und zusammen mit dem NFC sowie Sony-Logo ist der Geruch von Sony sehr stark. Der Kamerabump ist wegen der schlechteren Hardware nicht so dominant, sondern eher zurückhaltend. Einen Lebensweg muss man dem One Mark III ja noch lassen. Dennoch ist das Xperia 10 Mark III extrem hochwertig. Die Verarbeitung ist ebenfalls auf 800 Euro Niveau und vergleichbar mit einem iPhone 11 Pro. Es handelt sich um eines der sehr wenigen flacher Smartphones ohne Übergangsrahmen aus Kunststoff. Lediglich gibt es kleine Spaltmaßen auf der Rückseite zu kritisieren. Der Rahmen besteht zwar aus Kunststoff, fühlt sich aber als Material matt und sehr massiv an, wodurch der eigentliche Kunststoff nicht so fühlbar ist. Im Vergleich zu einem Galaxy A52 ist es zum Beispiel viele Level besser. Die weiße Farbe auch auf der Vorderseite ist unglaublich schön, wenn man das Smartphone auf dem Tisch liegen hat, wirkt es wie eine schneeweiße saubere Hülle um das Smartphone herum. Die Unterseite sieht ebenfalls sehr aufgeräumt aus. Auf der Oberseite finden wir einen historischen, aber zeitlich fortgeschrittenen 3,5 mm Klinkenanschluss. Volle Punktzahl für das Design allein dafür. Während andere Smartphones aus den und den Gründen nie eine Wasserschutzzertifizierung aufweisen können, schafft Sony das mit einem SIM-Schlitten, den man mit der Hand entfernen kann. Er fühlt sich auch ziemlich angenehm an, ich spiele ständig damit herum. Sony ist vielleicht einer der wenigen Hersteller, die ein Smartphone wie ein Kunstobjekt designen können. Im Vergleich ist die Vorderseite eher unspektakulär, so wie Sony es seit Jahren eben macht. Damit du beim Schauen von Filmen nicht durch Einschnitte in das Display genervt wirst, bestehen wir auf symmetrische, eher schmale Ränder an der Ober- und Unterseite des Smartphones. 21:9 wird zwar vielen Leuten kritisiert, empfand ich aber als durchaus praktisch zum Konsum von Social Media oder vom Chatten. Der größte Nachteil ist für mich die sehr kleine verwendete Fläche beim Schauen von Videos auf YouTube oder sonstiges. Dafür hat man genau das richtige Verhältnis beim Film. Außerdem, wen interessiert schon Kritik? Für uns bei Sony ist Spaß haben das Wichtigste beim Bauen von Smartphones. In der Hand wurde die Vorder- und Rückseite nicht abgerundet, was das angenehme Gefühl durch die kompakte Größe oder eher dünne revidiert. Man kann aber nicht abstreiten, dass die Art kompakter Smartphones heute nicht mehr oft zu finden ist. Displayseitig gibt es im Vergleich zum Xperia One nicht viele professionelle Begriffe in den Einstellungen. Man kann nur zwischen normalen und ursprünglichem Modus wählen. In Realität ist es auch einfach ein stinknormales 1080p Samsung AMOLED Display. Die Auflösung reicht vollkommen aus, wir haben keine komische Subpixelmatrix, aber aufgrund des nicht flexiblen Displays sieht man starke regenbogenfarbige Verfärbungen bei seitlicher Betrachtung. Hardware-seitig unterstützt es ebenfalls nur 60 Hz, was im Vergleich zur Konkurrenz deutlich schwächer ist. Auch wenn Apple und Sony gerne auf eigene Logik bestehen, kommt man davon beim Scrolling nicht mehr weg. Aber wenn ich mir die Performance anschaue, bin ich zum Teil wieder froh, nur 60 Hz verbaut zu haben. Der Snapdragon 690 Prozessor, der nicht einmal flüssige 60 Hz auf den Bildschirm bringen kann, ist mein größter Punkt gegen das Xperia 10 Mark III.
Schlechte Hardware, also ein schlechtes Fundament in Kombination mit nicht sehr viel Mühe in der Optimierung, führen zu einer ausbremsenden Alltagsleistung. Ideal für Multitasking ist eines der wichtigsten Marketingbegriffe auf der Homepage. In Realität ist es aber so, dass das Aktivieren und Verwenden von einfachen Sachen wie Splitscreen Jahre dauert, gar keine Möglichkeit, sie zu verwenden. Führte in meiner Verwendung insgesamt dazu, dass ich kaum Lust hatte, das Smartphone zu greifen. Vielleicht möchte Sony damit unsere Augen schonen. Warum sage ich immer wieder, bei einem Mittelklasse-Smartphone ist das Wichtigste der SoC? Weil dein Display, Kamera oder Lautsprecher können noch so gut sein, wenn die Leistung nicht stimmt, wenn das Smartphone in wenigen Jahren gar nicht mehr flüssig laufen kann und du immer warten musst und Abstürze hast, dann bringt dir keine bessere Hardware in sonstigen Bereichen einen Vorteil. Der Schnitt in dem Bereich beim Xperia 10 Mark III in 2021 tut schon etwas weh. Gaming sollte man sich mit diesem Prozessor gar nicht erst überlegen. Ich habe nur eine Viertelstunde Genshin Impact gespielt, es hat sich wie eine PowerPoint-Präsentation angefühlt. Mit durchschnittlichen knapp über 20 Bildern pro Sekunde macht das absolut keinen Spaß. Einfachere Spiele wie PUBG Mobile sind noch spielbar, aber auch da ist nicht mit den höchsten Frameraten zu rechnen. Von Zukunftssicherheit ist hiermit nicht zu sprechen. Lautsprecher und Vibrationsmotor waren schon immer zwei Punkte vorne auf Sonys Produktwerbung. Beim Xperia 10 Mark III wurden die zwei Punkte nur zum Teil behalten. Beim Vibrationsmotor handelt es sich um einen ERM-Vibrationsmotor, der sich durch eine leichtere Intensität für viele eventuell besser als ein Samsung Galaxy A52 anfühlt, aber in echt die gleiche Qualität aufweisen lässt, die dir die Hand massiert. Haptisches Feedback sollte man im Alltag definitiv deaktivieren. Beim Lautsprecher handelt es sich typischerweise um einen frontalen, der nach vorne feuert. Das führt erstmal dazu, dass das Smartphone absolut keine Vibration beim Abspielen von Ton aufweisen lässt. Dies hängt aber sicherlich auch mit dem leisen Ton zusammen, denn im Vergleich zu Produkten der Konkurrenz ist das Xperia 10 Mark III immer deutlich leiser. Qualitativ würde ich den Lautsprecher nicht als Grütze beschreiben, aber andere Smartphones der Mittelklasse sind da weit voraus. Der Ton ist weniger voll, dynamisch und klingt dumpfer. Hört selber gerne einmal hin. Das Erlebnis beim Entsperren schmerzt ebenfalls etwas. Wir verfügen ähnlich wie beim Pixel 5 nicht über eine Gesichtserkennung, hingegen nur über einen Fingerabdrucksensor an der Seite, der dadurch nicht zuverlässig ist, dass er den Finger beim gesperrten Zustand oftmals einfach nicht erkennt und zudem sehr lange Zeit braucht. Man muss immer das Display aktivieren. Das ist das Entsperren mit dem Poco F3. Das ist das Xperia 10 Mark III. Das Xperia 10 Mark III verbaut auf der Rückseite drei Kamerasensoren, alle eine eigene Brennweite. Wie sollen denn 2 Megapixel Makro- und Tiefenschärfekameras der Sony-Ehre gerecht werden? Sony Xperia Smartphones sind als Alpha-Kameras für die Hosentasche bekannt geworden. Das liegt unter anderem an der Cinema Pro und Photo Pro App, dessen Benutzeroberfläche sehr einer Kamera ähnelt. Das Xperia 10 Mark III hat aufgrund von seiner Marktposition sowie Kamera-Hardware keines von denen installiert. Nur die übliche Kamera-App mit sehr schlechtem Nutzungserlebnis ist übrig geblieben. Am meisten gestört hat mich die Flüssigkeit und Performance. Je schneller das One Mark III Serienbilder aufnehmen kann, je ruckeliger ist der Viewfinder beim 10 Mark III. Dazu noch die Geschwindigkeit beim Starten der Kamera, bei der schon alle Motive weggelaufen sind. Diese Jahre loben wir bei den iPhones immer das Nutzungserlebnis. Das Sony ist das erste Smartphone, bei dem es wirklich die Lust auf das Fotografieren zerstört. Wir reden lieber über die Ergebnisse, halten uns aber auch hier kurz. Die schlechten Nachrichten zuerst.
Die Hauptkamera schießt aufgrund eines winzigen Sensors ohne optische Bildstabilisierung extrem schlechte Bilder. Ich vergleiche hier nicht umsonst mit einem 150 Euro Nokia 5.4 Smartphone. Am hellen Tag sind die Bilder im Vergleich schon etwas dunkler, wobei man hier noch die wenigsten Unterschiede sieht. Bei Nachtaufnahmen sind beide extrem schlecht und werden vom 300 Euro Poco F3 geschlagen. Erinnerung, das Xperia 10 Mark III kostet 429 Euro. Es fehlt am meisten an Details und auch die Farbwiedergabe ist oftmals zu stark ins Bläuliche verfärbt. Wie wir bereits betont haben, hat das Smartphone eine zweifache optische Zoomkamera, dessen Verhalten jedoch ebenfalls nicht würdig des Besprechens ist. Sie wird bei Nachtaufnahmen nicht eingesetzt, aber auch am Tag muss man darauf achten, ideale Lichtbedingungen zu haben, sodass sie mit anderen digitalen Zooms mithalten kann, also ganz ohne Zoomkamera. Geht das Licht etwas weiter runter, wird das gesamte Bild zu Grütze. Im Vergleich ist die Ultra-Weitwinkelkamera schon etwas besser. Nicht, dass sie aus dem durchschnittlichen Niveau des Preises hervorstechen würde, aber sie kann zumindest mit der Konkurrenz des gleichen Preisbereiches mithalten. Schon vor dem Akku wird auf der Homepage mit 30 Watt schnellem Aufladen für den niedrigen Preis geworben. Mal ganz abgesehen davon, dass sich diese Geschwindigkeit an sich schon in 200 Euro Smartphones durchgesetzt hat, muss man sich dieses noch separat dazu erwerben. Den mitgelieferten 7,5 Watt Stecker möchte ich anschließend gar nicht mehr erwähnen. An dem Tag war es warm und ich habe wirklich, ohne zu lügen, 6 Stunden gebraucht, um das Smartphone vollzuladen. Selbst mein 5 Volt 1 Ampere iPhone war schon zur Hälfte voll, als dieses bei 20% gewesen ist. Wie bei Samsung sollte man bei diesem Smartphone nicht erwarten, dass mit aktiviertem Display und Wärme überhaupt noch Strom reinkommt. Okay, gehen wir also in einen kühleren Raum und das Diagramm seht ihr im Video. Hier einmal mit einem schnellen OnePlus 9 verglichen. Im Vergleich sind die Akkulaufzeiten an sich schon deutlich besser und eher überdurchschnittlich. 7,5 Stunden Display-On-Time sind für unsere Verhältnisse richtig gut. Hier kombiniert sich die stromsparende, schwache Hardware mit einer vergleichsweise großen Akkukapazität von 4500 mAh. Softwareseitig tritt hier Sonys Xperia UI über Android 11 an den Start. Um es kurz und knapp zu erläutern, Android 11 mit ein paar nützlichen, aber schlecht umgesetzten Funktionen, wie zum Beispiel schwebende Fenster, die viel zu klein geöffnet werden, sehr schwer bedienbar sind und dass man erst das große Fenster schließen muss, um es im Multitasking-Menü als große App zu öffnen, werde ich ebenfalls niemals verstehen. Hinzu kommen einige Vorgaben von Stock Android, die in meinen Augen sehr unklug durchdacht wurden. Zunächst muss man im Kontrollzentrum ganz oben die Helligkeit verstellen und es gibt nur 6 Icons auf einer Seite, was bedeutet, dass man häufig dreimal zur Seite wischen muss. Dies kombiniert sich mit dem 21:9 Display, welches gar nicht angepasst wurde. Einhandbedienung ist quasi unmöglich. Zusammen mit einigen Sachen, die ich einfach nicht verstehen kann, wie dass man eine App nicht direkt deinstallieren kann, sondern in die Einstellungen muss. Für die, die einfach gerne eine reine, nicht angepasste Software haben und sich aus Hobby, Launcher, Plugins auf alle Produkte installieren, für die sollte diese UI passend sein. Für Normalverbraucher und Leute, die viele ausgereifte, gute Funktionen gewohnt sind, sollte diese UI nicht ganz zusagen. Ich gehöre zur zweiten Kategorie. Während in den letzten Jahren die Smartphones von Sony noch immer eher unpassend wie aus Lego gebastelt waren, haben sie es mit den Flaggschiffen Xperia 1 Mark III und 5 Mark III für viele geschafft, beim Beibehalten des obligatorischen Sony-Stils ein gutes Smartphone zu bauen. Aber beim günstigen Xperia 10 Mark III fühlst du, dass das alles auch seinen Preis hat. Neben dem beibehaltenen hohen Design war das für mich vom Verwenden ein sonst so unharmonisches Produkt, dass ich keinem Menschen einfach so weiterempfehlen würde. Der Preis von 429 Euro ist im Vergleich zur Konkurrenz auch wirklich grotesk. Während bei einem Mittelklasse-Smartphone der SoC am wichtigsten ist, hat Sony hier gespart. Während die Konkurrenz bei 120 Hz ist, besteht Sony auf altmodische 60 Hz. Während die Konkurrenz 108 Megapixel Kamerasensoren mit optischer Bildstabilisierung verbaut, besteht Sony auf ein sehr altes Kamerasystem. Ich bewundere wirklich die Art der Sony-Smartphones und ich mag das Design mit den Funktionen der Flaggschiffen auch extrem gerne, aber sich selbst als Standard zu setzen, geht bei anderen Produktkategorien von Sony vielleicht noch in Ordnung, aber bei Smartphones, besonders für günstigere Preise, noch nicht. Die Kunst des Smartphone-Bauens liegt doch darin, die beste Balance zwischen eigenen Zielen und den Worten von Konsumenten zu finden. Wenn du unbedingt ein so günstiges Sony ausprobieren möchtest, gebrauchtes Xperia 5 Mark II,
Für echte Sony-Fans sind die anziehenden Punkte vielleicht ein, zwei eigene Merkmale. Sie kennen die eigene Art, haben mehr Verständnis für Nachteile, akzeptieren Kritik und würden ohne weiteres keinen Sony Xperia an Normalos weiterempfehlen. Und für die, die selber ein einige Jahre altes Sony verwenden und jede normale Kritik oder Nichtempfehlung auf Zwang rechtfertigen, das sind gar nicht die echten Sony-Fans. Ihr Fokus ist nicht das Vergnügen einer kleinen Fanbase, sondern eine kranke Einstellung. Um Klartext zu sprechen, Sony und deren Fanbase haben absolut kein Problem. Dieses entsteht bei den Personen selber. Okay, wenn euch dieses Video entspannt oder weitergeholfen hat, so abonniere gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr rund um Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.